Hallo und herzlich willkommen zum ersten Let's Play von Star Wars TIE Fighter Total Conversion. Ich bin Exekute, diese letzte Mission nochmal erfolgreich. Die White Claw verteidigt jetzt schon mal nach, wie es weitergeht. So. Imperial Reconnaissance Probes have detected movements of military spacecraft. Preparing for an assault, we have just received an SOB. Imperial Reconnaissance Probes have detected movements of military spacecraft. Preparing for an assault on the Imperial Cargo Transfer Network near the Yerna system in the Outer Rim. This report has attracted special attention because the spacecraft involved are under the direction of the pirate leader, Alec Turret. Also, there are indications that a rebel starship is in the area. It is feared that Tarak may be using this remote base as an initial target for a new campaign against the Empire. Why he has chosen this base, or what part the rebels are playing in the upcoming attack, is unknown. Admiral Thrawn and the Emperor himself are gravely concerned over the possible proliferation of TIE defenders. So potent a starfighter must not fall into enemy hands. You are to report to the Yerna base and protect it during the upcoming attack. Hopefully, you will learn more about Tarak's plans. You will be the flight leader, TIE Advanced Alpha 1. You will have 1 week. Your craft will be armed with 8 advanced missiles. The report from the modular conveyor Ulzebu that is trying to escape Tarak's attack said that TIE defenders were attacking the Yerna base, but that the Ulzebti itself was being pursued by T-Wings. Protect the Ulzebti until it reaches hyperspace. The thought of dogfighting enemy TIE defenders strikes great fear in most pilots, so we are counting on you to complete this mission. Ja, also wir haben Verbreitung geortet, dass ein Angriff unserer Frachtposition bevorsteht. Jetzt gucken wir mal ins Kartenbriefing an. They claim they are being attacked by TIE defenders blown by Tarak's forces. You will assist in the escape of area personnel who are fleeing in a freighter. Rebel cruiser is also in the area. The rebels seem to be observing the attack. Ja, dann schauen wir mal. Es scheint so, als würden die Rebellen dazu gucken. So, starten mal. So. Another bandit down. Hmm.
So. Jetzt gucken wir uns mal, dass wir um die T-Wings kümmern. Da kann Voyager muss eben sein Ziel erreichen, die Dock-Crew. Von den Raketen würde ich keine einzige hergeben. So. So. Ja, genau. Okay. Das fliegen wir noch mal. So, da versuchen wir gut. I'm
another bandit down. Got him. So, jetzt gucken wir mal. Ich würde es so probieren, dass wir, wenn die T-Wings abgewehrt sind, dass wir dann die Angriffskanonenboote hinzuholen. Und erstmal die Flucht nach vorne antreten. Da ist schon. So. Ich habe 4 Boogies hinter mir. This is 2. Order acknowledged. Using your target for attack. So, Maximalschildenergie. So, mein Vorschlag wäre jetzt einfach, wir lassen die Tie Defender sein. Nochmal. Der Frachter muss die Mission komplett machen. Incoming missile.
So. So. Probieren wir es nochmal. So, jetzt probieren wir es nochmal. Jetzt fliegen wir mal in die entgegengesetzte Richtung. So. We're no match for those TIE defenders. Let's get out of here. Reinforcements are on their way. I'm heading home, and I suggest you do the same. So, ich hoffe, die Angriffskanonenboote können was erreichen. Die kommen nämlich näher.
So. So. Ich hoffe, das funktioniert. So, Vollgas. Incoming missile. I'm breaking up. Ejecting. Das kann eigentlich nicht sein. Na, geschafft. Ich hatte mich schon gefragt, wann der mal wieder auftaucht. Empress Auge, okay. Okay. Oh. Admiral Thrawn, have you devised a strategy to defeat Zaren's Tai defenders? The assault gunboat has been improved to create a new, more powerful ship named the Missile Boat. Zaren will fall before these new starfighters. You will be rewarded well if you can destroy Zaren and his traitorous forces. Make sure that Zaren does not interfere with our plans to crush the rebellion. Jo, Palpatine hat Thrawn nochmal instruiert. Seiner Fleet will the pilots. Man das halt im Dekord lassen kann, Postel. Okay, dann sollen wir einfach die können wir jetzt uns lasten. Unser Kräftepolat, damit das Raketenboot. Wir haben ein neues Fahrzeug, aber wir machen jetzt einen Cut und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, neuer Exekutor.